Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Rezeptvideo. Ein Abonnent hatte gefragt, ob ich nicht mehr Frühstücksideen einbringen könnte. Hier ist meine ganz, ganz simple dazu. Ihr braucht lediglich Erdnussbutter, körnigen Frischkäse, Banane und Vollkornbrot. Das Ganze werden wir jetzt einfach vermengen zu einem leckeren Brotaufstrich. Geht auch ganz einfach. Ihr nehmt einfach eine gute Portion von dem körnigen Frischkäse, packt das in ein Schälchen. Dazu gebt ihr jetzt noch ein Stück Banane. Beziehungsweise schneidet die Banane in kleinere Stücken klein. Dann schnappt ihr euch so eine kleine Gabel und zerdrückt das Ganze, damit Frischkäse und Banane sich vermengen. Bekommt ihr eine bessere Konsistenz, könnt das schöner aufs Brot schmieren. Und zum Brot kommen wir auch gleich noch, das ist der nächste Schritt. Ihr schnappt euch die Erdnussbutter und legt die erstmal mit drauf. Es lässt sich einfach besser machen, wenn die Erdnussbutter schon auf dem Brot drauf ist und dann der Rest dazukommt. Also schnell mit der Erdnussbutter rauf auf das frische Brot. Am besten selbst gebacken, so wie bei uns gerade. Und ihr könnt natürlich noch Obst und Gemüse dazu machen. Das reicht in der Regel mit der Sättigung bis zum Mittagessen, also wenn du das als Frühstück nimmst. Und warum das Ganze? Also die Erdnussbutter und der Frischkäse bringen reichlich Protein mit sich. Die Erdnussbutter auch teilweise sehr viel ungesättigte Fettsäuren. Und ich mache das jetzt auch einfach nur Pi mal Daumen. Ich habe jetzt keine Mengenangaben oder so beachtet. Mach es einfach nach Gefühl, probiere es ein bisschen aus. Jetzt zum Schluss den Frischkäse drüber. Das Vollkornbrot und die Banane bringen ja noch ein bisschen Ballaststoffe mit. Das sorgt dann für die Sättigung und eine gute Verdauung. Die Banane an sich ist ja dann auch Geschmacksträger, damit es auch nicht zu langweilig ist. Erdnussbutter natürlich auch. Der körnige Frischkäse schmeckt nach fast nichts. Könntest auch theoretisch anderen Frischkäse benutzen, musst halt schauen, ob das zu deinem Ernährungsstil passt und ob es nicht zu fettig wird. Ich finde den körnigen Frischkäse halt sehr gut, weil er die Masse macht, aber halt nach nichts schmeckt. Dafür sorgen dann wie gesagt Banane und Erdnussbutter. Und das war's auch soweit schon. Natürlich kannst du den Rest Banane dann auch noch mitessen. Ein ganz einfaches, simples Rezept. Wir haben Vollkornbrot auf Erdnussbutter, auf Frischkäse und Banane. Lass es dir schmecken, probier es aus, ob dich das bis zum Mittag satt macht. Schreib es mir in die Kommentare, was du von dem Rezept hältst, ob du noch mehr sehen möchtest. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Guten Hunger!